Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Fernbus Simulator zusammen mit dem Busport von Festsystem Sound Design. Zu einem neuen, brandneuen Szenario, frisch zu erwerben bei Festsystem Sound Design. Und zwar fahren wir die Linie 300 von Hamburg nach Dresden über Bremen, Hannover, Halle an der Saale und Leipzig. Mit den Rastpausen zwischen Bremen und Hannover und zwischen Halle und Leipzig. Und ich würde sagen, wir fangen an zu boarden. Es ist Zeit, dass wir hier loslegen. Und es ist früh am Morgen, 6 Uhr an frühmorgens. Und ich würde sagen, wir legen los mit diesem Herrn hier. Mahlzeit. Ja, mit einer Halle. Das stimmt. Daneben fragen wir den älteren Herrn hier. Hallo? Bin ich hier Dresden stimmt. Nehmen wir ihn noch mit. Guten Tag. Halle stimmt. Dann machen wir hier weiter. Dresden stimmt. Ja. Halle stimmt. Diese gute Frau. Leipzig stimmt. Leipzig stimmt. Halle an der Saale stimmt. Halle an der Saale stimmt. Leipzig stimmt. So, wen haben wir denn noch? Die drei. Dresden Bahnhof stimmt. Bremen stimmt. Und Karlsruhe stimmt leider gar nicht. Tut mir leid, du musst leider hier bleiben. Dann können wir die Luke schließen. Und losfahren. Finale Stand. So. Auf geht's. So, wir machen hier noch ein kleines hübsches Foto. So. Dann können wir loslegen. Und zwar legen wir damit los. Und zwar mit der Taste 0 auf dem Nummernpad. Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Patrick Lorenz und ich bin Ihr Fahrer auf der heutigen Fahrt. Im Namen unserer Busgesellschaft heiße ich Sie herzlich willkommen an Bord der Buslinie 300 auf der Fahrt von Hamburg nach Dresden. Alle Passagiere haben bereits ihre Plätze eingenommen und wir sind bereit, unsere Fahrt zu beginnen. Wir werden dabei zwei Rastpausen einlegen, wo Sie die Möglichkeit erhalten, unseren leckeren Kaffee, Tee oder ein Erfrischungsgetränk zu genießen. Dieser Service ist für Sie selbstverständlich bei uns kostenfrei. Habe eben in der Verkehrsleit-App nachgeschaut, dass aktuell keine besonderen Vorkommnisse auf unserer Strecke vorliegen. Werde Sie selbstverständlich über den weiteren Verlauf unserer Fahrt aktuell zum Verkehrsgeschehen informieren. Weitere Informationen erhalten Sie während der Fahrt durch unsere automatischen Ansagen im Bus. Bitte lehnen Sie sich jetzt zurück und genießen Sie unsere gemeinsame Fahrt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen unserer Busgesellschaft möchten wir alle Fahrgäste an Bord der Buslinie 300 auf der Fahrt von Hamburg Zentraler Omnibusbahnhof nach Dresden Bahnhof Neustadt mit Zwischenhalt in Bremen Busbahnhof, Hannover Busbahnhof, Halle an der Saale und Leipzig Hauptbahnhof recht herzlich begrüßen. Bitte nehmen Sie Platz und machen Sie es sich bequem. An Bord des Busses steht Ihnen im hinteren Bereich eine Toilette zur Verfügung sowie ein kostenloser Zugang zum Internet. Zugangsdaten finden Sie in der Broschüre, die sich in der Tasche des Vordersitzes befindet. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, über einen USB-Anschluss Ihre mobilen Geräte mit Strom zu versorgen. Wir wollen Sie darauf hinweisen, dass das Rauchen im Bus nicht gestattet ist. Zudem gilt während der Fahrt für alle Fahrgäste eine Gurt- und Anschnallpflicht, die aus Sicherheitsgründen unbedingt zu beachten ist. Herr Patrick Lorenz ist heute Ihr Fahrer auf dieser Fahrt. Bitte beachten Sie, dass aus Sicherheitsgründen während der Fahrt an den Fahrer keine Fragen gestellt werden dürfen.
Sollten Sie jedoch Fragen haben, steht Ihnen unser Fahrer während den Zwischenstopps gern zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen jetzt eine angenehme Fahrt und freuen uns darauf, Sie sicher und komfortabel an Ihr Ziel zu bringen. Unser nächster planmäßiger Halt ist Bremen Busbahnhof. Dear ladies and gentlemen, on behalf of our bus company, we would like to extend a warm welcome to all passengers on board the bus line 300, traveling from Hamburg Central Bus Station to Dresden Neustadt Train Station, with a stopover in Bremen Bus Station, Hannover Bus Station, Halle an der Saale and Leipzig Central Station. Please take a seat and make yourself comfortable. On board the bus, you have access to a toilet in the rear section, as well as free internet access. The access data can be found in the brochure located in the pocket of the front seat. Additionally, you have the option to charge your mobile devices through a USB port. We would like to remind you that smoking is not permitted on the bus. Furthermore, all passengers are required to wear seatbelts during the journey, which must be strictly observed for safety reasons. Mr. Patrick Lorenz is your driver for today's journey. Please note that for safety reasons, no questions can be asked of the driver during the journey. However, our driver will be happy to answer any questions during the scheduled stops. We wish you a pleasant journey and look forward to safely and comfortably bringing you to your destination. Our next scheduled stop is Bremen Bus Station. Ja, ihr habt's gehört. Das ist heute unsere Tour. Hamburg, Dresden. Die genannten Zwischenhalte sind euch jetzt bekannt. Die Pausen sind euch bekannt. Ja, und da das eine etwas längere Tour wird, würde ich sagen, splitte ich das Ganze. Ich glaube, das ist für euch auch angenehmer, das in zwei Teile zu packen. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal bis Bremen. Mal schauen, wie lange wir dann schon dran sind. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Video. Ich hoffe, ihr habt Spaß an der Tour. Wie gesagt, das Ganze gibt es mittlerweile auch käuflich zu erwerben bei Fair System Sound Design Shop. Nötig dafür ist natürlich, wie ihr wisst, das ein Abonnement. Bin ich auch noch geblitzt worden? Leider. Also wie gesagt, nötig ist dafür ein Abonnement bei Fair System Sound Design. Und natürlich das Spiel Fernbus Simulator ist ja logisch, sonst macht es keinen Sinn. Und dann könnt ihr euch dieses Szenario käuflich erwerben bei Fair System Sound Design auf der Seite im Shop. Ja, das Abo kostet im Monat 6,99 €. Und ja, was wollte ich noch sagen? Wie gesagt, es gibt ja auch am Anfang diese zweiwöchige Testphase, wo ihr nichts bezahlt. Da könnt ihr auch ein Szenario testen, fahren, welches da dazu gratis gibt. Und ganz wichtig für alle, die sich dafür entscheiden, nach der Testzeit das Ganze doch weiter in Anspruch zu nehmen, kostenpflichtig. Es fällt nicht automatisch in die kostenpflichtige, in das kostenpflichtige Abonnement, sondern es endet nach der Testphase. Ja, also das ganze Abonnement, diese Testzeit endet und ihr seid dann praktisch wieder raus. Also wenn ihr das dann weiter nutzen wollt, müsst ihr euch das Ganze dann nochmals müsst ihr euch registrieren und dann ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Also das wird nicht automatisch verlängert. Das vielleicht nochmal als kleine Erinnerung für alle die sich das gerne zulegen möchten. So, hinter uns geht die Sonne auf. Wunderschön. Wir haben jetzt noch gut 119 Kilometer bis Bremen. Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. So, Tempomat. Ist angenehmer zu fahren, finde ich. Ach, wunderschön, oder? Wie die Sonne aufgeht. Einfach nur traumhaft. Schade, dass das hinter uns ist. Vor uns wäre schöner. Aber ja, man kann nicht alles haben. Vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, dass das hinter uns ist, weil nämlich, wenn es vor uns gewesen wäre, das natürlich wieder super geblendet hätte.
Von daher ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass das hinter uns stattfindet. Auch immer ganz wichtig zu wissen für euch, wenn ihr den Busport dann soweit installiert habt und so weiter alles und ihr startet ein Szenario und ihr wollt das vielleicht aufnehmen für YouTube oder so oder einfach nur für euch, ganz wichtig, lasst den Busfahrer aussprechen, bevor ihr losfahrt. Das ist authentischer, weil der Busfahrer spricht während der Fahrt nicht mit den Fahrgästen. Ja, das ist einfach ein Faktor der Sicherheit. Also dann, wenn ihr das ganz authentisch und real haben wollt, lasst den Busfahrer aussprechen, bevor ihr losfahrt. Die automatischen Ansagen können während der Fahrt laufen. Aber der Busfahrer spricht erst zu Ende, bevor ihr losfahrt. Das ist ganz wichtig. So, Bremen haben wir da gleich schon erreicht. Ist jetzt auch nicht so weit weg von Hamburg. Zwischen Bremen und Hannover machen wir dann unsere erste Rastpause. Und unser nächster Zwischenhalt wäre dann, wie gesagt, Hannover. Vielleicht schaffen wir es noch bis dahin. Ich denke schon, das ist, glaube ich, jetzt auch nicht so weit weg. Und dass wir dann den Rest in einem zweiten Teil fahren. Weil ich möchte euch nicht immer so Videos antun, die über eine Stunde gehen. Ich glaube, das ist nicht so prickelnd für euch, kann ich mir vorstellen. So, den überholen wir mal. Wow. So. So, 7:53 sollen wir in Bremen sein. Ich denke, das wird eine ganze Ecke früher sein. Die Zeiten sind immer sehr weit ausgelegt. Ja. So, ich habe den Verkehr oder die Verkehrsdichte auch mal so auf Mittel gestellt, ein bisschen weiter runter, weil es ist einfach angenehmer zu fahren, als wenn sich hier die ganze Autobahn knubbelt und alles voll ist. Und ich finde, das ist einfach ein besseres Fahrgefühl, wenn man hier so ein bisschen Platz hat, nicht zu viel los ist. Man hat einen flüssigeren Fahrverlauf und baut weniger Unfälle. Aber das könnt ihr natürlich individuell einstellen, wie ihr das haben wollt. Manch einer mag auch gar keinen Verkehr. Das könnt ihr alles machen, wie ihr wollt. Ist ja euch selbst überlassen, wie ihr das im Fernbus-Simulator einstellt. Ich für meinen Teil bin so ganz zufrieden mit der Verkehrsdichte. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Passt soweit ganz gut. So, fahren wir auf der A1, die ja nach Bremen führt. Wenn ihr euch da so ein bisschen auskennt. Ich kenne mich da aus, bin da lange, lange gefahren, die Strecke. Beruflich. Jetzt nicht nach Bremen hoch, aber so Cloppenburg und die ganze Ecke da hinten. In Niedersachsen, da bin ich schon gewesen und von daher kenne ich mich da so ein bisschen aus. So, dann wollen wir die beiden auch mal beholen. Ich hatte euch das ja gestern angekündigt, dass es heute eine weitere Folge vom Fernbus-Simulator geben wird. Zusammen mit dem Busboard von Fairsystem Sound Design. Diesen wunderschönen Ansagen und diesen wunderschönen Szenarien. Also ich bin wirklich immer wieder begeistert, was da an Szenarien rauskommt. Also was für Touren, ist einfach richtig schön. Und falls ihr noch mal irgendwelche Hilfen braucht bezüglich des Busboards, des Fair-System Launchers, ja, des ganzen Ablaufs. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich helfe da gerne. Ich mache gerne nochmal ein Tutorial-Video, wenn ihr das gerne haben möchtet. Wenn ihr dann nochmal ein bisschen Hilfe braucht, dann schreibt mich einfach an. Schreibt es in die Kommentare. Ich werde dann sehen, was sich machen lässt. Ihr müsst mir nur ein bisschen Zeit einräumen, weil ich jetzt nächste Woche wieder arbeiten gehe. Von daher wird das Ganze dann nur am Wochenende stattfinden. Aber grundsätzlich, prinzipiell bin ich da auf jeden Fall bereit, euch da nochmal per Video. Per Tutorial-Video auf die Sprünge zu helfen, das ist ja selbstverständlich. So, 29 Kilometer noch, dann haben wir das schon. Wahnsinn. Viertelstunde gerade mal um. So, und ich habe euch ja gesagt, ne, wenn ihr so von der Autobahn runterfahrt, dann so circa 20 bis 30 Kilometer noch bis zum
Halt habt, dann macht ihr die Ansage. Das wäre bei mir jetzt gleich der Fall, wenn ich hier runterfahre von der Autobahn. Ihr seht es ja Bremen rechts. Ich dann die Ansage machen werde, abspielen lassen werde. So, wir fahren hier runter. So. Wir nehmen hier den Lenkvorgang. Dann würde ich sagen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir nähern uns jetzt unseren Zwischenhalt in Bremen Busbahnhof. Wir wollen uns von den Fahrgästen verabschieden, die bereits hier aussteigen, und hoffen, sie hatten eine angenehme und komfortable Reise mit uns. Bevor wir ankommen, wollen wir Sie daran erinnern, Ihre persönlichen Sachen mitzunehmen und sicherzustellen, dass Sie nichts im Bus zurücklassen. Es war uns eine Freude, Sie als unsere Fahrgäste begrüßen zu dürfen und hoffen, dass Sie bei zukünftigen Reisen uns wieder in Betracht ziehen. Wir wünschen Ihnen in Bremen einen schönen Aufenthalt oder eine gute Weiterreise. Kommen Sie gut an, wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. An dieser Stelle wollen wir alle weiterreisenden Passagiere darüber informieren, dass unser Aufenthalt in Bremen Busbahnhof etwa 5 Minuten betragen wird. Bitte achten Sie jedoch darauf, dass Sie rechtzeitig zum Bus zurückkommen, damit wir unsere Reise planmäßig fortsetzen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ladies and gentlemen, we are now approaching our intermediate stop at Bremen Bus Station. We would like to say goodbye to the passengers who are disembarking here and hope you had a pleasant and comfortable journey with us. Before we arrive, we would like to remind you to take your personal belongings with you and make sure you don't leave anything on the bus. It was our pleasure to welcome you as our passengers, and we hope you will consider us again for future travels. We wish you a pleasant stay in Bremen or a safe onward journey. Have a good one, and goodbye. At this point, we would like to inform all passengers continuing their journey that our stay at Bremen bus station will last approximately 5 minutes. Please make sure to return to the bus on time so that we can continue our journey as scheduled. Thank you for your attention. Ja, ihr habt es jetzt gesehen, ne? Die Ansage hat wunderbar gepasst, sich wunderbar eingefügt. Wir haben jetzt noch ungefähr 3 Kilometer bis zur Haltestelle. Und das passt dann immer wunderbar, wenn man die Autobahn verlassen hat und dann die Ansage abspielen lässt. Also wie gesagt, so zwischen 20 und 30 Kilometer vor dem Halt könnt ihr die Ansage abspielen lassen, dann macht ihr nichts verkehrt. So, dann werden wir jetzt unseren ersten Halt erreichen. Die Hansestadt Bremen um 7.23 Uhr, also eine gute halbe Stunde vor Ankunftszeit, sind wir schon da. So, dann müsste jetzt hier gleich rechts unsere Haltestelle sein. Eine Haltebuchte. Genau da vorne, ja. Ampel bleibt grün, wunderbar. Dann kommen wir hier rüber. Und den Blinker an, weil wir hier abhalten wollen. Und dann haben wir unseren ersten Zwischenhalt erreicht. Wunderschön. Ich checke die Passagiere ein. Ja, das haben wir vor. So, das machen wir. Würde ich sagen, fangen wir gleich mit der jüngeren, älteren Frau hier an. Die möchte nach Leipzig, das passt. Dann nehmen wir sie hier. Dresden stimmt. Leipzig stimmt. Ach, die möchte ich gar nicht. Okay, dann der her. Halle stimmt. Leipzig stimmt. Die. Hannover stimmt. Halle stimmt. Ja, soweit fahren wir. Er hier. Ja, natürlich. Leipzig. Halle stimmt. Hannover stimmt. Leipzig stimmt und alles stimmt. Dann dürfen wir sie alle haben. Genau, geh in den Bus, das ist mal ein gutes Zeichen. Machen wir hier die Klappen dicht. Zack und zack. Habt ihr gesehen, das wird jetzt auch immer schön angezeigt. Wenn ihr die Dinger da dran seid, öffnet die, ne? Wenn ja dieser Kreis erscheint, da auch, dann seid ihr auf jeden Fall da
Habt ihr das, könnt ihr drücken, dann funktioniert das. Genauso, wenn ihr das zumacht, wenn dann dieser Kreis erscheint hier, dann seid ihr da dran und dann könnt ihr das Ding schließen. So. Auf geht's. Die möchte nicht, sie hat überhaupt kein Ding über sich. Okay, dann bleibt sie halt stehen und macht was weiß ich. Wir fahren weiter nach Hannover. So. Blinker. Und dann würde ich sagen, spielen wir die nächste Ansage ab. Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Patrick Lorenz, melde mich von hier vorne als Busfahrer auf der heutigen Fahrt. Im Namen unserer Busgesellschaft möchte ich alle hier zugestiegenen Fahrgäste herzlich willkommen heißen an Bord der Buslinie 300 auf der Fahrt von Hamburg nach Dresden. Im Laufe des kurzen Zwischenstopps erhielt ich eine Mitteilung über die Verkehrsleit-App, dass aktuell die Autobahn A14 zwischen Leipzig und Dresden voll gesperrt ist. Sollte bis zu unserer Ankunft in Dresden die Sperrung der Autobahn weiterhin bestehen, werden wir nach Dresden eine Umleitung über die Landstraße fahren. Somit wird sich die Ankunft in Dresden um circa 50 Minuten verspäten. Ich werde Sie selbstverständlich über den weiteren Verlauf auf den Laufenden halten. Weitere Informationen erhalten Sie während der Fahrt durch unsere automatischen Ansagen im Bus. Bitte lehnen Sie sich jetzt zurück und genießen Sie unsere gemeinsame Fahrt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr habt es gesehen. Auch das kann passieren. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen unserer Busgesellschaft möchten wir alle Fahrgäste an Bord der Buslinie 300 auf der Fahrt von Hamburg Zentraler Omnibus Bahnhof nach Dresden Bahnhof Neustadt mit Zwischenhalt in Hannover Busbahnhof, Halle an der Saale und Leipzig Hauptbahnhof recht herzlich begrüßen. Bitte nehmen Sie Platz und machen Sie es sich bequem. An Bord des Busses steht Ihnen im hinteren Bereich eine Toilette zur Verfügung sowie ein kostenloser Zugang zum Internet. Zugangsdaten finden Sie in der Broschüre, die sich in der Tasche des Vordersitzes befindet. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, über einen USB-Anschluss Ihre mobilen Geräte mit Strom zu versorgen. Wir wollen Sie darauf hinweisen, dass das Rauchen im Bus nicht gestattet ist. Zudem gilt während der Fahrt für alle Fahrgäste eine Gurt- und Anschnallpflicht, die aus Sicherheitsgründen unbedingt zu beachten ist. Herr Patrick Lorenz ist heute Ihr Fahrer auf dieser Fahrt. Bitte beachten Sie, dass aus Sicherheitsgründen während der Fahrt an den Fahrer keine Fragen gestellt werden dürfen. Sollten Sie jedoch Fragen haben, steht Ihnen unser Fahrer während den Zwischenstopps gern zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen jetzt eine angenehme Fahrt und freuen uns darauf, Sie sicher und komfortabel an Ihr Ziel zu bringen. Unser nächster planmäßiger Halt ist Hannover Busbahnhof. Dear ladies and gentlemen, on behalf of our bus company, we would like to extend a warm welcome to all passengers on board the bus line 300, traveling from Hamburg Central Bus Station to Dresden Neustadt Train Station, with a stopover in Hannover Bus Station, Halle an der Saale and Leipzig Central Station. Please take a seat and make yourself comfortable. On board the bus, you have access to a toilet in the rear section, as well as free internet access. The access data can be found in the brochure located in the pocket of the front seat. Additionally, you have the option to charge your mobile devices through a USB port. We would like to remind you that smoking is not permitted on the bus. Furthermore, all passengers are required to wear seat belts during the journey, which must be strictly observed for safety reasons. Mr. Patrick Lorenz is your driver for today's journey. Please note that for safety reasons, no questions can be asked of the driver during the journey. However, our driver will be happy to answer any questions during the scheduled stops. We wish you a pleasant journey and look forward to safely and comfortably bringing you to your destination. Our next scheduled stop is Hannover Bus Station. Ja, habt's gehört. Da habe ich mir gerade auch einen kleinen Fehler geleistet. Ihr habt's ja wahrscheinlich gemerkt. Ich bin losgefahren, obwohl der Busfahrer noch am Sprechen war. Also das sollte euch nach Möglichkeit nicht passieren. Es fängt zwar noch an zu regnen. Ich bin viel zu schnell.
So, jetzt steht als nächstes eine Rastpause auf dem Programm. Zwischen Bremen und Hannover werden wir gleich auf den nächsten Parkplatz machen. So, nächste links. Im Grün, wunderbar. So, da sind wir wieder auf der Autobahn. Weiter auf der A1 Richtung Hannover. Werden aber gleich die Autobahn wechseln. Auf die A27. Stau oder was ist jetzt hier los? So, ein kleiner Stau vor der Ausfahrt. Jetzt erstmal hier den Berg hochkommen. So, dann fahren wir auf die A27 Richtung Hannover. Wunderbar. So, da wären wir schon auf der A27. So, dann halten wir mal Ausschau nach dem nächsten Parkplatz. Wo wir dann unsere erste Rastpause abhalten werden. So, mal schauen, wie lange dieses Regenwetter jetzt anhält. Natürlich alles andere als schön. So, vom Parkplatz ist noch nicht zu sehen, da können wir den ruhig überholen. Sieht man ja mal ganz gut auf der Karte, diese zwei Ps links und rechts, die dann da erscheinen, da weiß man immer ganz genau, okay, Parkplatz kommt. So, da deutet sich was an. Ihr habt es gesehen, rechts. Da werden wir gleich unsere Pause abhalten. Ach, dann bleiben wir dahinter. Jetzt zu blöd, da zu überholen.
Das ist nämlich der Parkplatz. Wenn wir mal hier so stehen bleiben, würde ich sagen. So, und zwar werden wir dann Dings hier machen. Sehr geehrte Fahrgäste, möchte ich Sie darüber informieren, dass wir jetzt unsere erste kurze Rastpause von 15 Minuten einlegen werden. Wie bereits angekündigt, lade ich Sie recht herzlich zu einem leckeren Kaffee, Tee oder ein Erfrischungsgetränk ein. Falls Sie den Bus verlassen sollten, bitte ich Sie, rechtzeitig zurückzukehren, damit wir unsere Fahrt pünktlich fortsetzen können. Wenn Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, so viel dazu. Dann drücken wir die Escape-Taste. Und dann seht ihr, was da aufploppt, dieses Feld. Und dann gehen wir unten mit der Maus, mache ich das immer auf Rasten. Klicken da einmal drauf. Dann wird der Bildschirm einmal dunkel. Und dann ist die Pause abgehalten. So, gehen wir mal kurz raus, gucken uns den Bus an, ob da alles dran in Ordnung ist. Mal Abfahrtskontrolle nennt man das. Sieht aber soweit alles ganz gut aus. Platten haben wir auch keinen. Ja, doch, das sieht ganz gut aus. Alles in Ordnung. Gut, dann können wir weiterfahren. Aber natürlich haben wir jetzt noch eine Ansage abzuspielen, und zwar folgende. Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind wieder vollständig und werden jetzt unsere Fahrt nach Dresden fortsetzen. Zu Ihrer weiteren Information ist die Autobahn A14 weiterhin voll gesperrt. Sollte sich etwas während der Fahrt ändern, werde ich Sie selbstverständlich über das Verkehrsgeschehen informieren. Bitte lehnen Sie sich jetzt zurück und genießen Sie den Rest unserer gemeinsamen Fahrt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, das war das. Dann können wir unsere Fahrt fortsetzen. Gen Hannover. So, würde ich sagen, Blinker an, los geht's. So ungefähr, oder so läuft das halt immer ab. Ja, so ist, läuft das korrekt ab. Immer den Busfahrer aussprechen lassen und dann losfahren. Ist ganz, ganz wichtig. Ich habe es in Bremen leider in dem Augenblick verpatzt. Ich habe wirklich gedacht, es kommt eine automatische Ansage. Das war nicht der Fall, jetzt weiß ich Bescheid. Aber ja, es ist menschlich, würde ich sagen. So, Hannover gleich abfahren. 1000 Meter. Wenn wir diese Autobahn verlassen. Und fahren dann auf die A7. Eh nur 80, dann brauchen wir gar nicht so weit schleunigen, hinterher rasen. Genau, ich lasse ruhig noch dazwischen, liebes Taxi, gar kein Problem. So, da sind wir schon auf der A7. Rechtsfahrgebot einhalten.
So, dieses Regenwetter, das wird wahrscheinlich noch eine Zeit lang anhalten, so wie ich das sehe. Ist jetzt nicht unbedingt davon auszugehen, dass es in nächster Zeit besser wird. Auf jeden Fall deutet sich das nicht an, sagen wir mal so. Aber in diesem Spiel geht das ja sowieso alles schnell, von daher schauen wir einfach mal, wie die weitere Fahrt wird. Wie gesagt, bis Hannover fahren wir jetzt noch, dann splitten wir das Ganze. Sind wir auch gleich schon in Hannover, 50 Kilometer noch. Haben wir das Ganze auch soweit erledigt. An diesem 13. August 2023. Um 9:05 Uhr laut der Spieluhrzeit. So, ich glaube, wir sollten mal. Ah, nee, bin hier bleiben. Ah, ich glaube, es hört auf zu regnen. Es ist zwar noch sehr bewölkt, aber der Regen hat immerhin aufgehört. Das ist doch schon mal was wert. Schaffen wir den noch? Ja, den schaffen wir noch. So, dann fahren wir hier rechts runter. Siehst du, jetzt ist der LKW nämlich hinter uns. Der wollte auch hier raus, dass wir den noch überholt haben. So, die Sonne kommt schon wieder zum Vorschein. Ihr seht es am Lenkrad. Also, das haben wir dann auch überstanden. Kleine Regenperiode. Ach so, ja, genau. Jetzt kommt nämlich die Ansage. 20 Kilometer. Sehr geehrte Damen und Herren, wir nähern uns jetzt unseren Zwischenhalt in Hannover Busbahnhof. Wir wollen uns von den Fahrgästen verabschieden, die bereits hier aussteigen, und hoffen, Sie hatten eine angenehme und komfortable Reise mit uns. Bevor wir ankommen, wollen wir Sie daran erinnern, Ihre persönlichen Sachen mitzunehmen und sicherzustellen, dass Sie nichts im Bus zurücklassen. Es war uns eine Freude, Sie als unsere Fahrgäste begrüßen zu dürfen, und hoffen, dass Sie bei zukünftigen Reisen uns wieder in Betracht ziehen. Wir wünschen Ihnen in Hannover einen schönen Aufenthalt oder eine gute Weiterreise. Kommen Sie gut an, wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. An dieser Stelle wollen wir alle weiterreisenden Passagiere darüber informieren, dass unser Aufenthalt in Hannover Busbahnhof etwa 5 Minuten betragen wird. Bitte achten Sie jedoch darauf, dass Sie rechtzeitig zum Bus zurückkommen, damit wir unsere Reise planmäßig fortsetzen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ladies and gentlemen, we are now approaching our intermediate stop at Hannover Bus Station. We would like to say goodbye to the passengers who are disembarking here and hope you had a pleasant and comfortable journey with us. Before we arrive, we would like to remind you to take your personal belongings with you and make sure you don't leave anything on the bus. It was our pleasure to welcome you as our passengers, and we hope you will consider us again for future travels. We wish you a pleasant stay in Hannover or a safe onward journey. Have a good one, and goodbye. At this point, we would like to inform all passengers continuing their journey that our stay at Hannover Bus Station will last approximately 5 minutes.
Please make sure to return to the bus on time so that we can continue our journey as scheduled. Thank you for your attention. Ja, so viel zu der Ansage. Wir müssen noch 7 Kilometer bis zum Halt, zur Haltestelle. So. Muss mal kurz die Außenansicht haben, damit ich die Ampel sehe. Jetzt haben die erstmal grün. Dann dürften wir jetzt auch gleich dran sein. So, die werden rot, müssen wir jetzt gleich dran kommen. Ja, sag ich doch. So, damit die nächste rote Ampel, das kennen wir ja schon aus früheren Folgen. Ah, die ist gnädig. Das ist jetzt schon die zweite, die kurz vor dem Stillstand grün wird. So, da haben wir noch eine. Aber hier bleiben. Ein Stück weiter geradeaus. Dann links. So, wir dürfen. Gehen wir rüber. So, die ist grün, die da hinten ist rot geworden. Das ist immer dieses Spiel der Ampeln. Das dürfen erst die, ist klar. Und wir. Die wird natürlich auch noch mal rot. Das ist doch zum... Na komm schon, geht doch. So, dann wären wir in Hannover. Sehr, sehr schön. So, dann boarden wir noch kurz. War das nämlich auch schon mal erledigt. Grüezi, bin ich hier richtig? Halle Saale stimmt. Servus. Dresden stimmt. Die möchte gar nicht. Sie? Mahlzeit. Leipzig stimmt. Hallo? Leipzig stimmt. Grüezi. Leipzig stimmt. Halle stimmt. Hallo? Alle stimmt. Da haben wir sie dann alle? Ja, gut, dann können wir die Klappen schließen. Zack. Zack, dann gehen wir noch wieder in den Bus, stellen uns hier hin und spielen folgende Ansage ab. Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich heiße Patrick Lorenz, melde mich von hier vorne als Ihr Busfahrer auf der heutigen Fahrt. Im Namen unserer Busgesellschaft möchte ich hier alle zugestiegenen Fahrgäste herzlich willkommen heißen an Bord der Buslinie 300 auf der Fahrt von Hamburg nach Dresden. Hier noch eine wichtige Information, auch für unsere zugestiegenen Fahrgäste. Seit einigen Stunden ist die Autobahn A14 zwischen Leipzig und Dresden nach einem Verkehrsunfall weiterhin voll gesperrt. Sollte bis zu unserer Ankunft in Dresden die Sperrung auf der Autobahn weiterhin bestehen, werden wir nach Dresden eine Umleitung über die Landstraße fahren. Somit wird sich die Ankunft in Dresden um ca. 50 Minuten verspäten. Werde Sie selbstverständlich auf den weiteren Verlauf auf den Laufenden halten und hoffe bald bessere Nachrichten für Sie zu haben. Weitere Informationen erhalten Sie während der Fahrt durch unsere automatischen Ansagen im Bus. Bitte lehnen Sie sich jetzt zurück und genießen Sie unsere gemeinsame Fahrt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, so viel dazu. Dann würde ich sagen, speichern wir das Ganze ab. Und so, dann würde ich sagen, machen wir das Ganze weiter in einem der nächsten Videos. Das war das erste Video bzw. unser erstes Etappenziel von Hamburg nach Dresden über Bremen, Hannover, Halle an der Saale und Leipzig. Wir sind im Moment hier in Hannover zum Stehen gekommen, unserem zweiten Etappenziel, machen jetzt hier Schluss für heute. Wie es weitergeht auf der Fahrt von Hamburg nach Dresden, das seht ihr dann in einem der nächsten Videos. Ich hoffe, es hat euch bis hierher gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf, habt einen schönen Sonntag, habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal, euer Danny Spieters. Schauen wir mal, ob sich der Stau auf der A14 noch auflöst, beziehungsweise die Sperrung. Das wird sich alles in einem der nächsten Videos zeigen. Macht's gut, bis dahin, euer Danny Spieters. Macht's gut, ciao, servus und tschüss.